Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast des Kaiser Friedrich Museumsvereins. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu dieser Folge. In unserer Ausgabe beschäftigen wir uns mit Giovanna Garzoni. Die italienische Barockmalerin ist für ihre Stillleben und Porträts bekannt. Sie wurde 1600 in Ascoli Piceno geboren und starb 1670 in Rom. 1632 kam Garzoni an den Hof von Vittorio Amadeo I. in Turin. Dort schuf sie neben zahlreichen Porträts auch erste bekannte Stillleben. Nach dem Tod von Vittorio Amadeo ging sie nach Paris, womöglich auch nach England, das ist aber nicht klar. Ab 1642 lebte sie als etablierte Künstlerin in, wo auch sonst zu dieser Zeit, Florenz und für wen auch sonst, die Medici natürlich, war sie tätig. 1651 ließ sie sich dann in Rom nieder, hielt aber weiterhin Kontakt zu den Auftraggebern in Florenz. Ab 1654 nahm sie an den Treffen der Mitglieder der Akademie teil, ohne dass klar ist, ob sie überhaupt selbst jemals Mitglied geworden ist. Giovanna Garzoni starb kinderlos und vermachte ihr Erbe der Akademie mit der Auflage, dass man sie in der Kirche Santa Luca a Martina begrabe. 28 Jahre nach ihrem Tod schuf Mattia de Rossi ein Grabmal in besagter Kirche. Meine heutige Gästin, mit der ich über Giovanna Garzoni sprechen werde, ist die in Berlin lebende und arbeitende Künstlerin Elisabeth Jahrmerker. Sie hat an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an der NSAD Paris studiert. In ihren malerischen, fotografischen und installativen Arbeiten setzt sich Elisabeth Jahrmerker auf abstrakte Art und Weise mit dem Thema Bauen, Architektur und Baustoffen auseinander. Und wie ich weiß, wollte Elisabeth Jahrmerker immer schon Künstlerin werden, aber dazu gleich später mehr. Erstmal herzlich willkommen, Elisabeth Jahrmerker. Hallo, lieber Michael, freut mich. Liebe Elisabeth, zum Einstieg gibt es immer ein paar Gegenüberstellungen. Entscheide dich ganz spontan für die eine oder andere Seite. Erste Gegenüberstellung, Barock oder Rokoko? Barock. Blumen- oder Obststillleben? gerne beides auf dem Tisch, als Gemälde, doch eher die florale Variante. Mhm. Baustelle oder Baustoffe? Gemein. Ich würde sagen, natürlich brauche ich die Baustellen für meine fotografischen Arbeiten und die Baustoffe natürlich für die Arbeit dann im Atelier. Sehr schön. Und ohne die Frage, gibt es keinen Podcast von mir? Gehst du lieber allein ins Museum oder in Begleitung? Ja, also schon ganz gern allein, weil ich da so mein eigenes Tempo haben kann und in Ruhe schauen kann, aber auch gerne mit Menschen, die gut für sich sein können, die jetzt nicht ständig anrufen, wo bist du, sondern genau, dass man sich, dass jeder für sich gut gucken kann und im Anschluss, dass man noch ein Gespräch über die eine oder andere Arbeit führt. Liebe Elisabeth, du hast ja mit der Glasvase mit Blumen aus dem Jahr 1650 von Giovanna Garzoni ein ganz konkretes Werk der Künstlerin aus Italien ausgesucht, dass sie in ihrem letzten Jahr in Florenz, als sie in Florenz war, geschaffen hat. Wie bist du eigentlich auf dieses Bild gestoßen und was gefällt dir daran? Ja, also ich war in Hamburg im Buzeus Kunstforum und dort ist gerade eine Ausstellung zu sehen, die heißt Geniale Frauen. Und dort werden Künstlerinnen gezeigt vom 16. bis 18. Jahrhundert. Mhm. Und die hat mich schon sehr beeindruckt und auch bisschen empört, weil ich weder in der Schule noch im Studium jemals so davon erfahren habe, dass es auch alte Meisterinnen gab und Künstlerinnen, die auch wirklich sehr erfolgreich waren, teilweise, ob sie jetzt alleine gelebt haben oder sogar eine Familie gegründet haben. Und eine Künstlerin ist mir noch, eine Geschichte ist mir noch im Kopf geblieben. Eine Künstlerin hatte zum Beispiel, war mit auch einem Künstler verheiratet. Die hatten, glaube ich, fast 11 Kinder. Und weil sie erfolgreicher war, hat er die Familie gemanagt, auch sie als Künstlerin gemanagt. Und sie hat das Geld für die ganze Familie verdient. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Und klar, ich bin natürlich eher dem Abstrakten zugewandt. Und fand aber trotzdem beeindruckend, wenn man das jetzt vergleicht mit den männlichen Kollegen, die arbeiten. Klar, es waren alles gegenständliche Arbeiten, Stillleben, Porträts, Landschaften, auch natürlich christliche, figurative Sachen. Und das fand ich schon, es waren nicht nur Abbilder, zum Beispiel bei den Porträts ist mir das aufgefallen, es wurde nicht nur abgebildet, sondern hatte auch das Gefühl, dass die Frauen noch
die Seele des Menschen dort hinter mit auf die Leinwand gebracht haben. Das war irgendwie was ganz Feines. Und in dieser Ausstellung ist mir besonders dieses Bild aufgefallen, dieses Blumenbild, weil das für mich doch für diese Zeit sehr abstrakt ist. So, ne? Man sieht eine Blumenvase, wo sogar eine Spiegelung drin ist. Also diese Spiegelung hat mich sehr gefixt. Und ja, so bin ich darauf gekommen. Warum abstrakt? Weil wir gucken uns das Bild gerade an bei dir auf dem Laptop nochmal. Ja. Ich würde es jetzt nicht als abstrakt wahrnehmen. Warum für dich abstrakt? Also abstrakt im Sinne, im Vergleich zu den anderen Bildern, die doch sehr, da hat man einen Hintergrund, also da ist einfach noch viel mehr passiert. Hier ist der Hintergrund eher so in so einem beige-weiß, ganz schlicht. Die Vase steht auf fast wie so einem Stein. Daneben sind auch noch so kleine Steine verankert. Und dann durch diese drei roten, kräftigen Blumen in dem doch anderen zarten Blumenumfeld, das fand ich, ist schon also mir ins Auge gesprungen bei dieser Ausstellung. Ja, vielleicht, weil die meisten werden jetzt ja, wenn sie uns zuhören, nicht sehen, was wir sehen, sozusagen, das ist jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Es ist tatsächlich ein bisschen eigenartig, finde ich auch, dieses Bild, weil du hast es schon gesagt, in der Glasvase selbst gibt es eine Spiegelung, offensichtlich von dem Raum, in dem die Vase ja stehen muss. Ja. Es gibt aber keinen Hintergrund oder beziehungsweise der Hintergrund passt nicht zu dem, was man in der Spiegelung sieht. Ja. Also man bekommt Irritation, finde ich, fast schon vom räumlichen Erleben. Ja, und durch diese Irritation gibt es auch, finde ich, gleich eine kommunikative Ebene. Es ist kein Abbild, sondern es kommuniziert mit dem Betrachter oder Betrachterin. Ja. Also. Die Blumen sehen ja auch nicht mehr so allzu frisch aus. Die Stängel zumindest im Wasser in der Vase sind schon ziemlich braun mittlerweile geworden. So die Tulpen könnten auch nicht mehr die allerfrischesten sein, die so am rechten, auf der rechten Hälfte des Bildes sind. Es sind ja einige Blumen zu sehen, ne? Narzissen, Nelken, Anemonen auch so, die auch die Künstlerin selbst beschrieben hat. Die haben ja natürlich alle in der Kunstgeschichte eine unterschiedliche Bedeutung. Darauf will ich jetzt aber gar nicht hinaus, sondern wie siehst du diese Kombination an verschiedenen Blumen, die da drauf sind? Macht das was mit dir? Also wenn man ein bisschen anreißt, ne, die Bedeutung der Blumen in der Kunstgeschichte, klar, die einen stehen für den Tod, für das Leben, für Liebe, also. Und ich finde, dieser Blumenstrauß zeigt schon, es ist ein Strauß voller Leben. Die Vielfalt des Lebens und auch die Prozesshaftigkeit, etwas verblüht, geht aber wieder auf, schafft wieder neues Leben. Und auch, dass sie so unterschiedliche Blumen sind, doch aus einem Wasser zusammenschöpfen und was Starkes, Ganzes ergeben. Und ich finde auch diese drei roten Blumen, die geben dem Bild nochmal eine ganz andere Kraft und Dimension. Auch, dass sie diese drei gewählt hat, ist ja auch ein Symbol der Vollkommenheit. Also, dass trotz der Verschiedenheit und Gegensätzlichkeit doch was Vollkommenes da ist. Sie hat es ja, also Giovanna Garzoni hat das Bild ja gemalt, als sie 50 Jahre ungefähr alt war. Sie ist ja insgesamt 70 Jahre alt geworden, für die damalige Zeit durchaus, glaube ich, ein gutes Alter, was man erreicht hat. Es stehen ja auch einige Blumen, du hast schon einige Bedeutungen gesagt, dass so für Ehe und Liebe. Sie selbst hat ja nie geheiratet. Sie war ein Jahr verheiratet, ganz kurz. Und dann hat der Vater da sich mit eingemischt, weil sie hat nicht bei einer Wahrsagerin erfahren, dass sie, wenn sie ein Kind bekommt, dass sie dann bei der Geburt sterben wird. Deshalb hat sie ein Gelübde abgelegt. Heute sozusagen keusch bleiben. Und hat aber doch einen Maler geheiratet. Und dann ist der Vater da so irgendwie zwischengegrätscht und hat irgendwie die Ehe annullieren lassen oder hat auch das Vermögen. Also es war so eine ganz komische Geschichte. Und dann ist sie aber auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es danach war, aber glaube ich, viel gereist auch. Also sie war in Frankreich und auch in England. Das sind auch unsere Gemeinsamkeiten. Ich war auch in Frankreich und England. Aber ja. Wie siehst du den Raum eigentlich, der da gespiegelt wird? Man sieht ja so ein Fenster, zumindest sehr deutlich in der Spiegelung. Rechts vielleicht noch so eine angedeutete Tür vielleicht, würde ich sagen. Aber wie schaust du auf die Glasvase? Ja, ich finde, die hat mich irgendwie total fasziniert, weil wenn man sozusagen die Blumen weglässt, so sich wegdenkt,
könnte es auch fast wie so ein Wassertropfen sein. Mhm, stimmt. Ja. So, ne? In dem sich ein Raum reflektiert, also ein fließender Raum praktisch. Das fand ich irgendwie ja, schon spannend und sehr, sehr ungewöhnlich für diese Zeit. Mhm, mhm. Ja. Stimmt. Jetzt hast du selber schon Parallelen gezogen zum Leben von Giovanna Garzoni, nämlich dass du auch in Frankreich und England gelebt hast. In der Einleitung habe ich über dich gesagt, dass du unbedingt immer schon Künstlerin werden wolltest. Ja. Das würde ich, nachdem ich mich mit der Biografie von Frau Garzoni beschäftigt habe, auch über sie sagen. Würdest du auch da so eine Parallele ziehen wollen? Ja, durchaus. Also ich habe schon früh, klar, mag man als Kind gerne, aber so, ich habe auch früh mit der Musik begonnen, aber die hat mir nie so die Freiheit gegeben. Mhm. Ne? Das war dann immer mit Üben verbunden und immer das Abspielen, was jemand mal komponiert hat. Also da war nicht genügend Freiheit. Und so mit 10 Jahren habe ich dann so auch, dann gab es auch diesen Schulwechsel und nochmal einen anderen Kunstunterricht. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass dort ein Schrank mit Kunstbänden drin stand. Der war eigentlich für die Oberstufe, aber irgendwann stand er offen und ich habe mir einen großen Kunstband geschnappt und darin geblättert und Arbeiten von Yves Klein gesehen. Und das war dann wie so vom Blitz getroffen. Also so, es hat mich einfach durchdrungen und dachte so, das will ich machen. Und ich hatte auch das große Glück, dass eine Künstlerin aus Bayern ein Dorf in Mecklenburg, aus dem ich komme, also ich komme aus Mecklenburg, und sie hat ein Dorf zum Leben erweckt. Mhm. Sie hat dort ein kleines Café eröffnet, eine Malschule gegründet, kleine Galerie aufgemacht. Und es war eine ganz taffe, mutige, großartige Frau. Und dann habe ich mich für eine Sommerakademie bei ihr angemeldet. Der Kurs war eigentlich schon ausgebucht, aber sie hat doch mein Feuer gesehen und mich doch noch genommen. Und so bin ich dann bei ihr geblieben und habe regelmäßig dann, jede Woche war ich bei ihr und habe Malunterricht genommen. Und ja, da wusste ich schnell, ich will das machen. War dann in der 11. Klasse, so mit 15 war ich noch ein Jahr in England, bin dort zur Schule gegangen und die Schule hatte dort ein großes Kunsthaus, wo man sich komplett entfalten konnte mit Drucken, ich habe sogar Bühnenbild gemacht und Keramik, wow. Fotografie, Zeichnen, Malen, ne, alles. Und da war ich, habe ich mich eigentlich eingeschlossen in diesem Kunsthaus und habe dann auch mit Auszeichnungen meinen Abschluss dort gemacht und mich und da auch die meisten Arbeiten für meine Mappe gemacht. Ich habe mich dann während des Abiturs an der Kunsthochschule Weißensee beworben. Du bist gleich genommen worden? Ich bin sofort genommen worden und ich weiß noch, diese Aufnahmeprüfung, ich hatte gefühlt 40 Fieber und ich war richtig krank, aber ich dachte so, ja, ich hatte so einen Willen, den habe ich immer noch. Und ja, und dann hat es auch sofort geklappt. Mhm. Genau, und dann war ich noch ein Semester habe ich dann noch in Paris studiert. Genau. Ja. Warum Paris? Tja, das hat mich irgendwie dahin gezogen. Ja. Ich habe ja auch in der Einleitung über dich gesagt, dass du dich mit dem Thema Baustelle und so beschäftigst. Du hast vorhin auch selber dann schon gesagt, dass das vor allem für deine fotografischen Arbeiten ganz wichtig ist. Wieso Baustellen? Was fasziniert dich an Baustellen? Ja, vor allen Dingen diese Prozesshaftigkeit. Also das kam auf, das Thema besonders nochmal, auch die Fotografie vermehrt in der Zeit in der Pandemie, wo ich nicht ins Atelier konnte. Ne? Da habe ich meine Spaziergänge dann gemacht und dann wurde die Kamera wie so ein Pinsel im Stadtraum. Und ich habe einfach mich bei Baustellen wohlgefühlt. So dieses, es ist alles in Ordnung, es braucht seine Zeit, auch verschiedene Materialien kommen zusammen und ergeben dann irgendwann ein großes, starkes Gebäude. Und auch diese Strukturen, die Farben. Und irgendwie hat mir das auch, irgendwie so eine Baustelle gibt mir auch irgendwie Halt. Ich weiß nicht, die Gerüste, aber auch diese Gegensätze, ne? Einerseits hat man da dieses Baugerüst, was sehr starr ist, dann hat man aber auch wieder den feinen Sand, dann hat man diese Bauplan, diese Staubnetze, die dann vielleicht auch nochmal im Wind wehen, da habe ich auch so schon Videoarbeiten zu gemacht. Das finde ich spannend, weil das auch irgendwie so ein bisschen unser Leben zeigt, ne?
unser Leben als Baustelle. Unser Leben man als hat Baustelle. Immer irgendwie ist immer was, aber es ist auch in Ordnung und auch dieses nicht perfekte, dieses glatte, also sobald irgendwie die Häuser dann die Fenster bekommen, ist es dann für mich uninteressant. Dann bin ich so nicht raus. Und sobald quasi der endgültige Zweck näher rückt, desto uninteressanter wird es für dich. Ja, genau. Okay. Ja. Jetzt, weil ich finde es ganz spannend, weil ich kenne ja ein paar Sachen von dir, die du auch auf Baustellen gemacht hast. Man kann sich jetzt das nicht vorstellen, dass du hingehst und fotografierst einen Bagger, sondern du machst ja abstrakte Fotos eigentlich. Genau. Ne? Das ist nicht, dass du jetzt irgendwie die Baustelle dokumentierst, als hier entsteht XYZ, sondern dich interessieren dann so eher, wie du sagst, so stoffliche Kombinationen vielleicht auch. Was so eine gewisse Analogie auch zu dem Bild von Giovanna Grazzoni hat, weil man sieht ja den Raum ohne zu wissen, was eigentlich genau ist. Genau, also es ist ein abstraktes Bild und ich will dem Unsichtbaren einen Raum geben, das ist mir wichtig. Mhm. Also, dass die Leute wirklich genau hinschauen, sagen, was könnte das sein, was kommt hier zusammen, was hat sie da fotografiert, das finde ich eigentlich spannend, so dass den Betrachter noch ein bisschen anzuschubsen, mal einen anderen Blick einfach zu geben. Mhm. Zum Nachdenken anzuregen. Total, wie vielleicht auch der Raum von Giovanna Grazzoni das macht. Ja, genau. Wie übersetzt du dann, weil du hast ja die Fotografien und dann arbeitest du aber auch selbst ja wirklich mit Baumaterial, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist, du hast die Staubnetze schon angesprochen oder auch die Planen, die man halt auf Baustellen sieht. Wie fließen die in deine Arbeit ein? Genau, also ich finde halt spannend, wenn die schon benutzt sind, also wenn die eine Geschichte haben und ich da nochmal drauf reagiere. Also eine Arbeit, da ist zum Beispiel an einem Staubnetz noch Mörtel dran und dass ich dann einfach die benutze und nochmal malerisch damit interagiere. Genau, das finde ich irgendwie spannend. Ich weiß ja, dass, ich glaube, also viele, nicht alle deiner Bilder haben ja so ein Signature von dir, in dem du noch einen sehr geraden kleinen Strich setzt. Ja. Ist das auch der letzte Moment, der dann das Bild finalisiert oder wann kommt dieser Strich aufs Bild? Der ist wirklich oft der letzte Strich. Okay. Genau, das ist so der Strich der Wahrhaftigkeit. Also, weil es mir auch in meinen Arbeiten um Strukturen schaffen geht, aber sie auch wieder aufzulösen und so eine Verbindung herzustellen. Mhm. Genau, und auch gucken, was passiert in den Zwischenräumen. Ne, das ist ja auch wieder bei dem bei diesem Blumenbild mit der Vase, wo man durch die Reflexion auch sich fragt, was ist da für ein Raum, der eigentlich gar nicht da ist. Also diese Reflexion, auch sich selber immer wieder zu reflektieren, das finde ich eigentlich total wichtig und spannend. Liebe Elisabeth, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Michael. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich für den Kaiser Friedrich Museumsverein interessieren, dann treten Sie doch gerne mit uns in Kontakt. Besuchen Sie auch gerne die Berliner Gemäldegalerie und das Bode-Museum. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.